Caramba. Caramba Especial zeichnet durch seinen frischen Fisch und frischen Fleisch und diesen Überraschungseffekte, weil es gibt keine Speisekarte. Alle bekommen das gleiche Essen täglich und täglich wechselt sich somit die Auswahl. Und weil ich diese alltägliche Auswahl nicht bearbeite, sondern exotische Wildfangfischsorten, die ganz kleine Menge davon auf dem Markt sind, jeden Abend wegräume von dem Markt und nächsten Tag das im Menü aufteile in 4 Gänge. Und somit habe ich immer ganz hochkarätige, feine Produkte. Natürlich starte ich immer ein paar Riesengarnelen, Alachio, die auch flambiert serviert werden. Dann kommen dann 2 kleine Zwischengänge von Catch of the Day Fish mit passender Soßen und Salsa und Beilagen. Und dann ein kleines Dessert. Und somit jeder Gast probiert Minimum 4 bis 5 verschiedene Fischsorten von 4 bis 5 verschiedenen Ozeans. Alle fangen frisch auf dem Teller. Und das ist das Besondere, dass die Leute mal besondere Fischarten als Überraschung serviert bekommen. Stimmung ist immer natürlich bei mir durch den Live-Musik, den ich dabei habe hier und ich selber mit dem Lokalrunden, den ich mache. Allerdings ist mein Lokalrunden sind seit Jahren ein Favoritgetränk, denn ein Teil davon ist eine spanische Likör 43er. Mal natürlich nach Wunsch serviere ich das mit Milch auf klassische Art. Mal serviere ich den 43er Likör mit etwas Brandy zusammen als Gemisch. Und wenn diese Lokalrunde gibt, dann alle warten, wenn alle Schnäpse haben, dann mache ich die Ansage, begrüße ich die Leute, wenn die da sind. Und nach klassischer spanischer Art, nach Arriba, Abajo, Al Centro, Para Dentro und Caramba. Somit trinken wir alle zusammen den Lokalrunde. Und das bringt natürlich sehr viel Stimmung. Nebenbei natürlich mein Roberto, auch mit seiner lateinamerikanischen Musik, Gypsy King Lieder. Das gesamte Konzept ist eine Erlebnisgastronomie. Ein bisschen Musik, ein bisschen leckere Schnäpse und Liköre wie 43er. Ja, also den beliebtesten Getränk bei mir, mein Haus, Schnaps ist der spanische Likör 43er mit portugiesischer Brandy Masiera in ein 2 cl Glas. Untere Hälfte kommt Likör. Obere Hälfte, dann mit so einem Löffel, wenn wir dann den Brandy einschenken, trennen wir den Likör und Brandy voneinander und das kleine Chupito in einen Shot wird getrunken. Und somit haben die Gäste die Runde Abgang. Die süße Vanille-Pflaumen-Nachgeschmack von dem 43er. Es ist ein sehr, sehr leckerer Likör, weil das kann man auf viele verschiedene Arten trinken. Also mit Milch, auf Eis, pur, mit Maracuja-Saft, mit Mangosaft. In gewisse Sangrias benutze ich das, in gewisse Cocktails kann man das benutzen. Also den 43er und Brandy ist mein Favorit, Hausschnaps seit mehr als 8 Jahren. Denn jeder, der mich besucht hat in einem Restaurant, jeder hat diese Kombination probiert. Und das mehrfach natürlich. Und das wird noch ein paar Jahre weitergehen. Caramba.